Die Polizei ist hinter mir her. Sheriff, Wake ist auf der Flucht. Ich bin hinter ihm her. Wollen Sie mir weismachen, dass dieser Schreiberling meine Deputies umgelegt hat? Ein Thriller, den ich geschrieben haben soll, wird wahr. Das Genre der Geschichte scheint sich zu ändern. Sie wird zu einer Horrorstory. Sie sagten, Alice wurde entführt. Das war eine Lüge. Wir haben seine Frau nicht. Wir wissen nicht mal, wo sie ist. Ihr angeblicher Entführer wurde vom Dunkel verschlungen, bevor es mich angriff. Folge 4, die Wahrheit. Und damit herzlich willkommen zu Alan Wake und dem Beagle. Was war mein Albtraum? Alice. Name bitte. Hartman? Bin ich gefallen? Ich musste Ihnen ein Sedativum geben, nichts weiter. Sie hatten wieder einen heftigen Schub, Alan. Was? Es ist jetzt äußerst wichtig, dass Sie ruhig bleiben. Nicht, dass Sie wieder einen Schub erleiden. Sie sind Patient in meiner Klinik. Und Sie sind es schon eine Weile lang. Durch den Schock über den Tod ihrer Frau sind What? Sie geistesgestört. Nein, Sie lügen. Sie leiden an verschiedenartigen Symptomen einer undifferenzierten Schizophrenie. Mist, Karl, ich bringe Sie um. Ist schon gut, Alan. Lassen Sie los. Er hat immer noch die Tweetjacke an. Ich fühlte mich benommen. Was mir Hartman auch reingepumpt hatte, es wirkte betäubend. Ich hatte das Gefühl, das hier würde jemand anders erleben. Jemand im Fernsehen. Ich konnte nicht denken, mich nicht konzentrieren. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake und dem Beagle. Wir sind jetzt in Episode 4 angekommen, die da heißt Die Wahrheit. Guten Abend, Alan. Fühlen wir uns jetzt besser? Wir? Ruhiger. Tja, wie ich sehe, haben Sie Ihren Gorilla mitgebracht. Also klar, ich bin ruhig. Die Botschaft ist ziemlich eindeutig. Gut so, Sie begreifen. Sie sind sehr tapfer, Alan. Ich verstehe, dass Sie verwirrt sind. Ich würde mir noch mehr Sorgen machen, wenn Sie mich nicht im Verdacht hätten. Das nehme ich Ihnen nicht übel. So gütig. Also warum kommen Sie nicht mit mir? Wir machen Sie wieder mit meiner Klinik vertraut und gehen alles durch, was Sie vielleicht vergessen haben. Ein Spaziergang an der frischen Luft, ja? Das wird Ihnen gut tun. Habe ich denn eine Wahl? Oh. Gilt das schon als Aggressivität, einen Stuhl umzukippen? Ich darf hier rein. Ich darf in fremde Zimmer rein. Night Springs. Sehr cool. Ach schade, hier ist aber gar nichts. Dieser Flur ist für Patienten. Die meisten von ihnen sind gerade nicht hier. Jack hat sie zu einem Angelausflug gebracht. Natürlich bis auf diejenigen, die besonders schwächlich sind. Ach so, ja dann. Ich sehe Kreativität in unserer Cauldron Lake Lodge als Teil des Genesungsprozesses an. Ich bin darauf spezialisiert, Künstler zu behandeln. Ja, herzlichen Glückwunsch, Künstler behandeln. Wunderbar, Alan. Ich glaube, dass wir diese Sache in den Griff bekommen können, wenn wir zusammenarbeiten. Der Typ ist echt eigenartig, muss ich schon Hier sagen. Hier lang, Alan. Ja, guter Mann. Hey, warte mal, da ist noch ein Gang. Mit rein gar nichts. Ich werde hier nicht so belohnt, wie ich das gern hätte. Geh mal weg. Geh weg! Warum hat der eigentlich so ein Pflaster drauf? Soll er nicht also schnarchen oder was? Von den vorherigen Erlebnissen mit Ihnen weiß ich, dass ich nach einem Vorfall schnellstmöglich zum Kern der Sache kommen muss. Aha. Also sage ich es direkt. Alice ist tot. Nein. Sie sind in einem sehr kritischen Zustand, bis Sie es begreifen und akzeptieren. Alice Ach so. Ist betrunken. Ach so. Und Sie konnten sich dem nicht stellen. Ach so. Sie leiden an Halluzinationen. Paranoiden Wahnvorstellungen sind Aha. von Licht und Dunkelheit besessen, von einem Gefühl, dass um sie herum alles durcht, auch ihre Gedanken und Träume. Was der nicht so alles weiß. Ihr Geist hat ein fantastisches Szenario ersonnen, in dem ihre geschriebenen Worte die Realität beeinflussen. Alice sei entführt worden und übernatürliche Mächte versuchen, sie aufzuhalten. Gibt's hier eine Thermoskanne? Ich glaube, ich brauche gerade einen Haufen Kaffee, wenn ich dem weiter zuhören will. Leute, bitte sagt mal, dass ihr den auch seltsam findet. Hier entlang, Alan. Ich wollte keine weitere Dosis, also spielte ich mit. Er log ganz sicher. Aber da ich unter Medikamenteneinfluss stand, musste ich kämpfen,
um ihm nicht zu glauben. Das ereignet sich alles nur in ihrem Kopf. Abgesehen von dem tragischen Unfall mit ihrer Ich würde lieber wieder nachts unterwegs sein und gegen meine Schattenmonster kämpfen, als dem weiter zuzuhören. Manifestation ihres Unterbewusstseins, das versucht, sie vor der zu schmerzlichen Wahrheit zu beschützen. Nur wenn wir die Fantasie bekämpfen, wird sie nicht zurückkehren. Ich weiß, ihr Instinkt befiehlt ihnen, sich gegen mich zu wehren. Aber denken Sie darüber nach. Ergibt es nicht viel mehr Sinn, dass Sie sich diese abstruse, übernatürliche Verschwörung nur ausgedacht haben? Weiß ich nicht, sagen Sie es mir. Ein skeptischer Mensch, Alan. Wir wissen beide, alles kann logisch erklärt werden. Da komme ich nicht rein, aber das ist eine Thermoskanne. Nee, er starrt die Tür an, als wüsste er nicht, was man mit Türen macht. Also rede, Mann, rede! Wie viel Uhr haben wir denn? Hinter dem Schatten, mit dem man sich begnügt, liegt ein beleuchtetes Wunder. TZ. Im Andenken an einen lieben Freund und Poeten. Thomas Zane. Wo willst du mit mir hin? Ich kann mich an diesem Ausblick einfach nicht satt sehen. Den ganzen Nebel? Finden Sie nicht? Unter uns lag der Cauldron Lake. Ich konnte den Mirror Peak auf der anderen Seite ausmachen. Und ich glaubte zu erkennen, wo Divers Isle bei meiner Ankunft mit Alice gelegen hatte. Jetzt gab es dort nur Wellen. So wie es aussieht, sieht ein Sturm auf. Komisch. Ich kann mich nicht daran erinnern, etwas darüber im Wetterbericht gehört zu haben. Naja, egal. Hier entlang folgen Sie mir. Alan ist super interessiert. Jetzt haben wir die Kontrolle. Jedes Mal, wenn Sie einen Rückfall erleiden, wird es schwieriger für Sie, aus den dunklen Tiefen Ihrer Einbildungskraft wieder aufzutauchen. Was in Anbetracht Ihres Berufs nicht überrascht. Was sagt Barry denn eigentlich? Nach all den Albträumen, die Sie durchlitten haben, sollte Sie dies enorm erleichtern. Falls nicht, dann fragen Sie sich, wieso nicht? Weil ich lüge? Oder weil Sie nicht zugeben wollen, dass Sie nicht bei Verstand sind? Es ist ganz natürlich, dass Sie mich für Ihren Feind halten. Das gehört ich zur ließ Krankheit ihn reden. Dazu. Hartman liebte offensichtlich den Klang seiner Stimme. Seine Worte halten in meinem Kopf wieder. Aber das ich bohrte mir die Fingernägel alleine. In die Handflächen, um klar zu bleiben. Wenn Sie das akzeptieren, können wir Hand in Hand die Reise zu Ihrer Heilung antreten. Das sind übrigens Psychiater, deren, wo es nicht so mein Ding ist. Das ist der Eingang zum Bürotrakt. Zutritt nur für Personal. Beängstigend, beängstigend. Okay. Okay. Lassen wir ihn mal. Ich bin ein schlimmer Albtraum. Du solltest Angst haben. Willst mir nachts nicht über den Weg laufen. Kommt drauf an. Bitte, Emerson. Mr. Wake ist schon verwirrt genug. Ich bin nicht verwirrt. Sag mir sowas nicht. Damit du keine Angst mehr haben musst. Aber du kannst nicht frei über deine Träume entscheiden. Und auch, guck mal, ich laufe gerade vor dir weg. Entschuldigung, Entschuldigung. Solange ich noch Thermoskannen finde, ist alles Realität. Was man da wohl scannen kann. Also Alan unter solche Leute zu stecken, ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Weg ist, aber sei es drum. Ihnen ist vielleicht die Schreibmaschine in Ihrem Zimmer aufgefallen. Was? Sie haben gespielt, als Teil Ihrer Therapie. Sobald Sie sich dem gewachsen fühlen, sollten Sie fortfahren. Nein, wirklich. Was haben wir denn da? Willkommen im Cauldron Lake Lodge. Meine Güte. Wir sind hier, um Ihnen die spezielle Hilfe zukommen zu lassen, die Sie benötigen. Bitte beachten Sie wieder Folgendes. Bitten Sie Freunde und Familienmitglieder, Besuch vorher anzukündigen, um sicherzustellen, dass Sie nicht Ihre Therapie und oder Kreativphase stören. Bitte respektieren Sie auch das Bedürfnis der anderen Patienten nach Privatsphäre, vor allem wenn Sie sich in einem Ihren eigenen kreativen Prozessen befinden.
Für gewöhnlich haben unsere Patienten langwierige Kreativitätsprobleme, die sich nicht über Nacht lösen lassen. Geben Sie sich selbst Zeit, die Sie brauchen. Vergessen Sie nicht, dass Sie sich freiwillig einer Behandlung unterziehen, die speziell für Sie entwickelt wurde. Die Bindungstherapie und Ihre Schwestermethode, der Fluss, funktioniert am besten, wenn Sie aktiv an Ihrer Gestaltung teilnehmen. Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, sie zu stellen. Okay. Ich habe Fragen. Warum muss ich hier sein? Sind das nicht die Dudes aus dem... Meine Römer bringt mich um. Ein Sturm zieht auf. Was für ein Sturm. Ich hoffe, er tilgt diesen Ort vom Angesicht der Erde. Hey. Und diese beiden hier sind die Anderson-Brüder, Odin und Thor. Sie hatten eine, wie soll ich sagen, eine Heavy-Metal-Band in den 70ern und 80ern namens Old Gods of Asgard. Sie nahmen sogar neue Vornamen an, um den Eindruck, sie seien Wikinger-Götter, abzurunden. Nach der Trennung der Band haben sie auf einer Farm in der Nähe gelebt. Sie befinden sich in einem, nun ja, fortgeschrittenen Stadium der Demenz. Man kümmert sich um sie, fast liebevoll, würde ich meinen. Mehr kann man nicht für sie tun. Ich fürchte, ihr Rock'n'Roll-Lebensstil hat Spuren hinterlassen. Ob dein Nasenpflaster auch Spuren hinterlässt? Das reicht nicht. Ich bedauere, das Gespräch beenden zu müssen, Ellen. Der Strom scheint zu schwanken. Ich sollte mal nachsehen. Wir reden später. Gehen Sie doch so lange auf Ihr Zimmer zurück und versuchen Sie zu schreiben, wenn Ihnen danach ist. Es wäre wirklich das Beste. Meinen Sie nicht? Nee, meine ich nicht. Ich würde ihn gerne schlagen mit einem Hammer. Oh, er würde nur zu gern unsere Geheimnisse rauskriegen, aber er hat keine Ahnung. Er ist nicht verrückt genug. Nicht so wie wir, Kleiner. Ja! Verrückt sein ist hier Voraussetzung, Kleiner. Wer sonst könnte die Welt verstehen, so wie sie jetzt ist? Nur ein wirklich Verrückter erkennt das Verrückte. So was Vernünftiges habe ich lange nicht gehört. Vernunft? Du bist in Ordnung, Tom. Hey, wir mögen ihn, was, Bruder? Er muss zur Farm gehen. Die Anderson Farm. Valhalla. Alles aufgeschrieben, falls wir es vergessen. Ein Crashkurs. Alles, was du wissen musst, um wieder klar zu denken. Du musst die Botschaft finden. Hier, Kleiner, hier ist was für dich. Hab dieses Zeug nicht vertragen. Aber ich hab's gerettet von diesen Bastarden. Thomas Zane. Zane konnte die Gedichte spüren, wie sie Gestalt annahmen und Dinge formten. Beim Experimentieren stellte er sich vor, er könne die Macht durch die Schreibmaschinentasten spüren. Es berauschte ihn, erfüllte ihn aber auch mit Furcht. Wäre nicht sein Assistent Emil gewesen, hätte er aufgegeben. Doch Emil überzeugte ihn vom Gegenteil. Auch er war wortgewandt. Mein Kopf wurde klarer. Oder ich versank wieder in meiner Fantasie, wenn es nach Hartman ginge. Ich war überzeugt, dass er mich anlog, und zwar durchweg. Mhm. Verrückt oder nicht, die Andersons waren vertrauenswürdiger. Tom, hast du Schnaps dabei? Ja, nein. Auf der Farm haben wir einen ganzen Vorrat von dem speziellen Trank. Ob sie mich mit Thomas Zane verwechseln? Regionale Zutat, Medizin, mach deinen Kopf frei. Dann erinnerst du dich, als würde Nordlicht dein Hirn erhellen. Ich schätze, oh, noch eine Thermoskanne hier. Später ein bisschen Hilfe. Der Sturm wird, du weißt schon, wen ausflippen lassen. Du kennst es ja. Klar, der Doktor will, dass ich auf Wake aufpasse, aber ruf mich, wenn sie aufmüpfig werden. Mach ich, Birch. Hey, Wake! Tun Sie Dr. Hartman doch den Gefallen und versuchen es mal mit dem Schreiben. Die Maschine steht in Ihrem Zimmer. Sie kommen über die Treppe dort zu Ihrem Zimmer. Wie nett. Jetzt kann ich wieder rennen. Das ist meistens kein so gutes Zeichen. Das stimmt nicht. Ich bin nicht mehr ich. Ich kann kaum denken. Ein Schatten ist in meinem Kopf. Ich kann nur schreiben, alles andere verschwimmt. Ich bin seit Tagen in dieser Hütte, aber draußen ist es immer dunkel. Meine Lektorin ist real. Ich habe sie wieder gesehen. Sie... Hartman hatte Probleme mit der Stromversorgung erwähnt. Vielleicht gab es deshalb den Generator und die Lampen auf dem Balkon. In ihrer Brust ist ein Loch. Ach da! Ich
Ich glaube, ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Ich werde Alice so nicht retten. Es hat mich belogen, um die Geschichte zu bekommen. Und die Geschichte wird wahr werden. Ach, da. Na, warte doch, ich wollte mich doch hier auch noch umsehen. Hartman wollte, dass ich schreibe. Ich wusste, ich konnte nicht, aber ich dachte mir, ich sollte erst mal mitspielen. Ich hatte keine Wahl. Pfleger Birch bewachte mich scharf. Hier ist, glaube ich, ein Kunstraum. Na, sei es drum, dann gehen wir halt zurück. Wo ist denn der? Der Pfleger ist doch gar nicht in der Nähe, Dude. Das weiße Leuchten der leeren Seite vor mir tut mir in den Augen weh. Meine Hände zittern unkontrollierbar. Hey Wake, Sie bleiben hier. Ich sehe nach, was los ist. Machen Sie einfach mit dem da weiter. Und kein Ärger, okay? Ich kannte den Grund für den ganzen Tumult nicht. Aber darin lag meine einzige Chance, hier rauszukommen. Wo hat er den verdammten Hammer her? Haben wir etwa Angst vor den verrückten Brüdern? Jetzt sind wir nicht mehr so schwach. Was? Sinclair sah übel aus. Das war kein blauer Fleck. Der alte Knacker hatte sie hart getroffen. Gehörte sie zu Hartmans Gehilfen, hatte sie es verdient. Ich musste in Hartmans Büro. Er hatte alle meine Manuskriptzeit. Dort bewahrt sie es auch. Mein Sturm! Ich bin drin! Lass mich mal vorbei. Kommen Sie raus und wagen Sie, Zensken Bird! Es wird Zeit, die Zeche zu zahlen. Wo ist denn sein Büro? Wenn ihr mir noch verrat... Ach so, da oben. Lass mal gucken. Barry? Und auch Zeit. Barry, Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Wir müssen zu Hartmans Büro. Das ist gleich nebenan. Alles klar? Hier? Oh, eine Manuskriptseite. Hartman war nicht glücklich. Mort konnte es in seinen Augen sehen, also senkte er rasch den Blick. Er hatte es verbockt und er wusste es. Die Schande des Versagens lastete schwer auf ihm. Er hatte nicht erwartet, dass Wake um mehr Zeit bitten würde und hatte 2 Tage gestammelt. Weniger als Wake wollte, damit er sah, wer das Sagen hatte. Doch das war nicht Hartmans Plan. Was war denn Hartmans Plan? Was ist das denn laut hier? Laut Beschriftung auf den Bändern handelte also es sich um Hartmans Mitschnitte von Patienten. Über Alans Probleme auf berichten? Einem der Bänder stand Alice nah. Einen Moment lang stockte mein Atem. Auf den Partys ist er ständig so von Zorn erfüllt. Er wird gewalttätig. Er... Ihnen gegenüber? Nein. Manchmal wünschte ich was, Alan würde mir eine scheuern, denn das würde wenigstens zu einem Gespräch führen, dem er sich nicht einfach entziehen kann. Aber nein, Alan schläft nicht besonders viel und die Arbeit, naja, er schreibt nicht, gar nicht. Er sitzt nur stundenlang da und wird immer frustrierter. Und ich kann nicht mit ihm reden. Nun, Mrs. Wake, was würden Sie ihm sagen, wenn er zuhören würde? Sagen Sie das denn nie? Nein, nein. Ich habe es versucht, aber er hört mir nicht zu. Er ist zu sehr in seine eigenen Probleme versunken. Redet immer über etwas anderes. Ich habe solche Angst, dass ich ihn verlieren werde und dass wir nicht mehr miteinander sprechen werden. Er lässt mich nicht mehr an sich heran, lässt mich im Dunkeln stehen. Ich bin so allein hier. Selbst wenn er zu Hause ist. Ich brauche Hilfe, Doktor. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Wenn Sie ihn einfach herschaffen, werde ich mein absolut Bestes geben. Ja, aber Doktor, Sie müssen vorsichtig sein mit ihm. Er wird Ihnen nicht einfach so zuhören und mit Ihnen kooperieren.
Er ist der größte Dickschädel, den ich kenne. Das behalte ich im Hinterkopf. Als ich ihre Stimme hörte, das, was sie sagte, fühlte ich mich glücklich, angewidert und schuldig zugleich. Das Schlimmste war, dass ich die Worte wiedererkannte. Ihr Anruf, er war nur ein Mitschnitt, nur eine Aufnahme. Von mir aus. So, Barry, wo bist du? Ja, ich meine, nein. Die Cops haben mich im Wagen von Rose gefunden. Die waren aber ganz okay zu mir. Bei. Ich bin ganz klar ein Opfer und habe verlangt, wie eines behandelt zu werden, weil ich sonst ihre Ärsche verklage. Apropos Ärsche, dieser FBI-Typ hat mich aufs Horn genommen, aber ich hatte keine Ahnung, wo du warst. Der ist verrückt. Aber er ließ mich gehen und dann habe ich den Anruf von Hartman erhalten, dieser Ratte. Er meinte, dass ich dich hier abholen soll. Aber als ich ankam, haben mich zwei Typen zusammengeschlagen und eingesperrt. Was? Woher hast du den Starschnitt? Den habe ich aus dem Diner geklaut, um Rose das heimzuzahlen, was sie mit uns abgezogen hat. Ja, das ist eine harte Bestrafung. Komm schon, Kumpel, wir müssen los. Barry hat auch seine eigene Logik, ey. Das hier sind alle Seiten, die ich bei mir hatte. Und mehr. Alan, bitte. Sie fallen wieder zurück in... Noch eine Lüge und ich schieße Ihnen in die Fresse. Ah, ja. Ein Versuch war es wert. Echt, Wake. Kommen Sie. Lassen Sie uns das gemeinsam angehen. Sie haben keine Ahnung, Hartman, was... Hartman, Klappe! Barry, jetzt raus mit dir! Ich hol dich ein, besorg uns ein Auto! Oh, Al, lass los! Wake, hören Sie mir zu. Das ist ein Fehler. Sehen Sie das nicht? Zusammen können wir etwas absolut Wunderbares erschaffen. Mit Ihren Fähigkeiten und meiner... Oh, Alan. Mir fehlt eine Seite. Hartman verfolgte Alan Wakes Sturz durch sein Fernglas. Als der Schreiber aufs Wasser prallte, befahl er Jack, mit dem Boot hinzufahren. Die Position war dank der Extralichter auf dem Boot in der Dunkelheit gut zu sehen. Die Leuchtfackel trieb brennend auf dem Wasser. Jack drehte das Radio lauter, der Motor spuckte. Die Musik war grob und rasselnd. Den Anderson-Brüdern hätte sie sicher gefallen, doch Hartman ignorierte sie. Wake war endlich zum Greifen nah. Hier ist ganz schön was los. Ich musste einen Ausweg finden. Aber nicht jetzt. Wir machen nämlich jetzt hier einen Cut rein. Wir haben schon überzogen. So. Also hatte Hartman seine ganz eigenen Pläne mit uns. Haben nicht so ganz gut funktioniert und es war klar, dass die Dunkelheit kommt. Was mir jetzt nicht so gefallen hat, ist, dass Alan auch noch gelächelt hat, als Hartman von der Dunkelheit verschluckt worden ist. Aber sei es drum. Nächstes Mal schauen wir dann mal, dass wir vor der Dunkelheit fliehen können. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Hinterlasst mir da gerne einen Kommi. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und haut rein.